Hallo und herzlich willkommen zu Guild Wars 2 mit dem Martin von GamingPG5 und dem Arne von Malinski LP. Genau, so sieht's aus. Langsam haben wir es echt drauf. So. So, was wollten wir eigentlich jetzt machen? Da unten ist noch eine Quest und da ist noch eine Fertigkeit. Keine Ahnung. Ach, die Fertigkeit? Ne, da machen wir erstmal das Zeug links, oder? Wir haben auch da unten noch irgendwas, was wir nicht erkundet haben. Ja, hier unten haben wir noch eine Sehenswürdigkeit, ja, als auch einen Aussichtspunkt. Stimmt. Wir machen es erstmal durch das linke untere Drittel oder wie auch immer man das bezeichnen kann. Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht. Also. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass da unten nochmal eine Quest wäre. Das kann sein. Oder? Also wollen wir erst zu dem Aussichtspunkt laufen und dann über die Sehenswürdigkeit. Oder willst du erst zu dem. Hier bei dem Aussichtspunkt kommen wir wahrscheinlich sowieso nochmal vorbei, weil der in der Stadt ist, oder? Ja, stimmt eigentlich. Dann laufen wir erstmal hier lang. Aber wir müssen mal wieder gucken, wo so einer mit so einem Fernrohr rumsteht. Wir sind schon im Questgebiet drin. Findet die wertvollen Objekte und gibt sie irgendwem, keine Ahnung. Gibt sie ein Jutun? Wertvolle Objekte. Aha. Nö? Was für wertvolle Objekte? Keine Ahnung. Hier sind weiße Moas. Die wertvoll? Nicht, dass sie gefressen haben. Das ist die Frage. Wir können mal schauen, ob das eventuell irgendein Ding ist, was da relativ weit da hinten ist. Ich kauf den hier einfach mal. Der Achievement hat er nicht. Ja. Vielleicht aber mal zu hinten, während du die da angreifst. Da noch irgendwas ist. Hier wäre nochmal ein Aussichtspunkt und jeder Scheiß. Und auch so einen. So eine Wegmarke. Oben wäre auch noch mal so ein Aussichtspunkt. Mal schauen, wie man da hinkommt. Ich glaube, da könnte man fast von deiner Seite aus hochkommen. Das, irgendwie hat es auch, glaube ich, keinen Questfortschritt gegeben. Das ist die Quest ganz schön komisch. Ist ja nur Regen in diesem ganz kleinen Gebiet. Jetzt was? Hier ist irgendein Event? Also bei mir nicht. Der Turm der Albträume in der Kessex-Hügel wurde durchbrochen. Oder so. Ja, hab ich hier. Komm, oh, gut. Jo. Aber ich weiß auch nicht, woher das ist. Im Inneren der Albträume. Was ist das für eine Quest hier? Im Inneren der Albträume? Ja. Keine Ahnung, das ist irgendwie so eine. Die habe ich aber auch. Die habe ich auch schon seit Aufnahme Beginn. Seit der ersten Folge habe ich die, glaube ich, da schon stehen. Okay. So. Mal gucken, was das hier sein soll. Was ist da unten? Das ist eine heiße Quelle. Ja. Check ich's erst. Geil. Hier die fetten alten Zwerge drin baden. Ah, den Wegpunkt hätte ich vielleicht noch mitnehmen sollen. Ja. Da kommst du ja sowieso runter. Oder ja, kannst du direkt runterspringen hier. Unten ist ja noch auch die Fertigkeitsherausforderung, wo wir auch hin wollen. So. Oh, schon ein Bademeister da, Fertigkeitspunkten ab. Wärst du mal so freundlich, mich wieder zu beleben? Bist du runtergefallen? Ja, wie soll ich bist das aus? Bist du dahinter gekommen? Oh Gott. Ja, ich bin hier einfach runtergerutscht. Komm, ich geh mal nett. Das ist ja sehr gut. Dauert der ewig. Ach so, scheiße. Ja, ich bin ja auch richtig stark, weißt du, machst du nichts. Ja, ich weiß, ich stehe immer nur doof daneben. Ich pulle, du tötest. So, danke sehr. Oh, bitte sehr. Bin trotzdem angeschlagen. So, hier drüben ist der Fertigkeitspunkt. Vielleicht versteckt sich hier hinten auch mal das Zeug, was wir hier haben sollen. Ach, das ist dieser. Platsche, vier Norden, einer Wache. Ja, geil. Weidmanns Heil. Ja, dann ja. Mach du mal. Wasser! Ja, das ist ja sowieso für uns beide. Nur die Schlacht! Gott, das mache ich wieder viel Schaden. Um Himmels Willen. Ich weiß es nicht, ich bin da sowieso noch ein bisschen dabei, Waffe zu skillen. Ich hoffe, du verzeihst mir daher meinen unterirdischen Damage. Ja, ja, passt schon. Ja ganz. Und irgendwie heile ich dich damit, das finde ich ziemlich cool. Ja, weil ich glaube, ich habe gerade den Sündengeist aktiviert. Ich glaube, der hilft mir. Das
Sonnengeist? Blinde zumindest. Stimmt, ich kann hier noch diese Waffe da hier hinten schmeißen. Boah, das ist fast ein Level up gewesen. Und jetzt zurück ins Level. Echt? Ja. Hebt mal die Flammenaxt auf, dann können wir die mal ausprobieren gehen. Können wir da zu zweit drauf mit rum. Okay. Ja. Lieben aber jedes Mal so einen komischen Stack, wenn man. Oh Gott. Wow. Ach, du musst die auch komplett hochskillen jetzt, oder? Also ich habe die Axt schon hochgeskillt, weil ich ja am Anfang schon eine Axt hatte. So. Okay. Hab da ein bisschen Glück, aber ich glaube, ich habe die. Ne, ich habe die sowieso jetzt noch. Aber wo ist die, der Schmarrn für die Quest? Ja, hier da, nicht mehr. Da, hier ist Jotun-Zeugs. Hier sind wir schon raus. Glaubst du? Ja, sonst wäre es noch eingezeigt an der Seite. Oh mein Gott, was war das denn gerade? Keine Ahnung. Und diese Rückzugbewegung auch ziemlich cool. Okay, also der fünfte Angriff, der ist auf jeden Fall ganz schön geil. Den habe ich nicht, oder? Doch, ich habe ihn wahrscheinlich, aber ich kann. Ich glaube, die Waffe, die braucht sich auf, das ist voll schlimm. Aber ich kann sie ungefähr alle 30 Sekunden wieder neu herdingseln. Ja, jetzt ist sie weg bei mir. Ja, ist eine neue. Die 5 meint, das ist ziemlich geil. Ja, genau. Ach du Scheiße. Das ist ein typischer Kriegerangriff eigentlich. Ach ja, ey. Mach immer noch mehr Schaden hier. Weil irgendwie bekommt man doch das Ding auch Zustandsschaden, jeden Scheiß dazu. Ich weiß gar nicht mal, was für Buffs man alles bekommt. Dammbeschwerer, was weiß ich was. Oh, das ist ja ein Elite-Mob. Oh mein Gott, das ist ja ein Veteran, Alter. Hätte ich das gesehen, ey. So, warte, ich hier mal so, komm, go. Komm, stirb. Hier, alles auf einen Stelle. Welche mal? Hier die 1. Er ist doch fast tot, also wirklich. Kannst du nicht mal halb richtig töten können hier. Moment, zerfledderte Lumpen. Nur mit Zwillen. Genau. Der Loot war auch schon mal viel besser. Mein Sonnengeist, mein Sonnengeist. Was haben wir denn hier unten überhaupt noch? Hier unten ist nochmal irgendwie so eine Sehenswürdigkeit. Echt? Die ist da oben, das check ich immer noch nicht. Was soll man hier machen? Findet die wertvollen Objekte und gebt sie. Ja, die müssen irgendwo da in diesem Gebiet sein. Eigentlich, wird es ja an der Seite angezeigt, das Quest. Aber wenn du raus bist, dann ist das ja nicht mehr angezeigt. Okay. Boah, ich glaube, ich wechsle wieder auf meine Blitzangriffe zurück. Beziehungsweise hier die Wasserskillung, die muss ich erstmal fertig bringen. Dass ich hier mal alles richtig habe. Fehlt mir jetzt nur noch die 5. Bei Wasser ist irgendwie alles gezielt. Ist auch so ein Heilungsding eigentlich, oder? Naja, Wasser ist eine Heilung. Die kann ich auch mit meiner Heilung, wenn du Wasser hast, sogar noch verstärken. Also Kombofeld Wasser steht bei mir. Okay. Nochmal sammeln. Nochmal sammeln. Abgefahren. Ich kann das Ding gerade zweimal sammeln. So, laufen wir jetzt erst runter zur Sehenswürdigkeit und dann nochmal zu dem Quest hoch, oder wie machen wir das? Ja. Beziehungsweise ich würde auch nach links zu diesem Aussichtspunkt hingucken. Ja, dann laufen wir darüber und dann zu dem Quest hoch. Schaut sich gut an. Oh, super gefährlicher, geiler Plan. Da steht Cetran, was auch immer. Und ein Geist Petter. Ostbach gehöft. So. Ding wäre jetzt halt nach links unten. Da wäre auch nochmal so ein Aussichts-, also eine Wegmarke da oben. Wo denn? Wow. Nach links City unten auf der Karte. So. Nicht töten. Töte ich auch. Oh, ach, da ganz oben. Das ist ja schon wieder ein neues Dorf, glaube ich, ne? Ja, aber dann sehen wir auch schon mal, was da hinten ist, ob da auch nochmal eine Quest ist. So, warte mal, guck ich jetzt. Weil dorthin müssen wir sowieso. Und hier kommen wir rauf. Also sind wir hier nicht schon mal hochgelatscht? Ne, das ist genau die andere Seite von dem Berg. Das macht nicht so viel Spaß, wie ich dachte. Ich verwechsel dich gerade mit dem anderen Typen, der hier rumläuft. Ich komm schon, ich andere komm schon. Ich bin echt unverwechslich, also wirklich, komm. Ja, mein Schottenrock, der ist einfach viel zu geil. Auf jeden Fall.
Die sind auch nochmal so steht einer, ne? Was hier? Spawnen auf einmal die ganzen Gegner. Solche Assis. Wie das Zeug hier heilt eigentlich? Ja, habe ich dich gerade damit abgekühlt? Nee. Okay. Kann ich echt dich auch damit anvisieren? Nee, das geht nicht. Ich dachte, ich kann nicht da jetzt mitteilen. Im Schmarrn. Zack, zack geht das hier. Stimmt, ich könnte dein Pet aber heilen damit, gell? Falls ich da mal was tun würde. So. Und da oben ist dieser Aussichtspunkt, okay. Ja. So. Du kickst ihn aus meinem tollen Kreis raus, gerade wenn er runterkommt. Ja, Entschuldigung, das war jetzt nicht meine Absicht. Der ist mir so nur auf die Pelle gerückt. So, wir müssen bestimmt hier irgendwo hochlaufen können. Ja. Ja, das sieht schon mal gut aus. Perfekt, dass da oben schon alles rumsteht. Nur die Box sind die. Nein! Oh, scheiße. Nicht dein Ernst, oder? Der letzte Sprung. Der ist einfach total schwer. Ja, auf jeden Fall. Man das kann ja nicht abschätzen, wo man abrutscht und da wo nicht. Er. Da kommt er, da. Martin. So, jetzt aber. Dann gucke ich mir den tollen Berg mal an. Kann ich aufspringen? Das geht nicht, wenn man drin ist. No. Dann sieht man nur diesen behinderten Felsen. Da hätte ich mir jetzt irgendwie mehr erwartet. Viel mehr. Was macht der denn da? Was denn? Oder will ich, der will ich boxen, meiner. Junger Braunbär. Ah, okay. Kann man eigentlich da auch rüber? Nee, das geht gar nicht. Wir müssen uns dort hinten rein, oder? Ja, müssen wir. Das ist ein Spalt. So, Mann, ey. Der Schlitz. Zack und go. Such dir einen aus. Ja, ich hau einfach auf irgendwas drauf. Ach mal, wieder habe ich das Ding und so weiter gekreist. Sorry. Macht nichts. Komm, nochmal. Boah. Hat es echt geheilt. Hast du das? Immer. Zweifel es irgendwie. Wollen wir vielleicht also, das mal da hinten den Wegpunkt noch schnell mitnehmen, dieser oder? Dieser Eisklotz runtergekommen ist. Ist weit weg. Wir müssen sowieso hier. Uah. Rückwärtsgang. Komm, ich will mal sehen, wie viel Schaden das Ding macht. Das macht doch 92 Schaden, dieses Teil. Okay. Komm nochmal. Voll auf die Palme hier. Kommt euch auch drauf an, wie weit die Gegner mal wegstehen vom Zentrum, kann das sein? Ja, irgendwie schon. Mal schauen, komm. Boom. So. Also ein bisschen den Anschein machen. Natürlich. Oh! Hinter uns! Ach du Scheiße. Und jetzt hättest du ihn kicken können. Hab ich doch gerade. Wieder reinkommen. So, komm. Immer schön auf die Neune. Wie lang? Ich muss auf einmal dauert hier mit dem Skill. Ich dachte, das wäre schneller gegangen. Kartoffeln. Irgendwie bin ich zu low für die Kartoffeln. Was? Die mögen es nicht, wenn man Kartoffeln klaut. Echt mal wissen, woran das liegt, wann ich heil und wann ich nicht heil. Oh, da steht ein Veteran, Alter. Jetzt geht's los. Warte, ich setz mein Tier erstmal drauf ein. Warte. Okay, jetzt. Ach, ist das hier so Initial-Agro, ne? Oder wie ist das? Gucken. Wieder alles hinsetzen dort. Ich habe genügend Fähigkeiten, die man nach vorne setzen kann. Eine Range, die eigentlich auch haben. Ja, ich treffe auch von hier hinten alles. So, hier sind wir drauf, da. Und da ist er fertig. Eine Truhe. Oh, mächtige Handschuhe plus 2 Vitalität. Oh, die kann ich sogar tragen. Natürlich genial ist. Eine mächtige Fackel. Oh, und eine Kupferdublone plus 1% Segendauer. Das ist nicht unbedingt meins. Dann nicht lieber weiter Kartoffeln. Ja, komm. Jetzt fehlt mir auch nicht mehr viel, dann hätte ich endlich den letzten Ding hier auch voll. Kann ich endlich wieder auf meine Blitzskillung wechseln. Die fand ich richtig cool. Komm. 1, 2, 3.
So, das jetzt voll brown. Mein täglichen Fortschritt wieder schön erreicht hier. Da hinten ist ja nochmal eine Kartoffel, die habe ich übersehen. Und hier nochmal neben mir. Oh, ja, warte. So, komm, auf geht's. Mach ich hier wieder voll die Action. Schon tot. Nur weil ich da raufgehauen hab. Ja, sicher, du. Wem nicht denn der sonst? Ja. Ich dachte eventuell an deinem Pet oder so. Ach, ja, du machst ja keinen Schaden. Du bist ja total abhängig von deinem Pet hier. Ja, das ist halt so, als war. Oh, was ist denn das? Ja, wo kommt die denn her? Weiß ich nicht. Komm, ich hau sie jetzt. Die Axt, die macht ja richtig Schaden. Vor allem gegen die, weil das ja Eistypen sind. Ich denke mal, da macht vorher noch mehr Schaden gegen. Glaubst du? Ich glaube schon. Das würde überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Naja. Da vorne ist übrigens, lass mal schnell da vorne hin. Oh ja, sicher. Ich würde eigentlich sagen, lass mal schnell da hinrennen, da ist nämlich eine Ding. Boah, nicht identifizierte Farbe habe ich schon. Mein Inventar ist voll! Fuck you! Ich ja, weg mit diesem Scheiß. Ja. Verkauft doch so, schon. Jetzt halt aber, hier in der Kartoffel waren die drin. Oh nein, ich krieg den Dings da nicht. Lass mal schnell zu dem Event noch rüberrennen. Schnell, 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 schnell. Das Event, ach, dort hinten ist es. Mal, irgendwo hat nicht jede Lufteinstimmung. Sonst konnte ich, dass wir schneller laufen können. Wo ist das Ding? Da! Schneller! Was ist das? Nee, hä? Linie? Wer ist das? So eine Beschützungsding ist es doch. Ach so. Schon wieder Fiole mit schwachem Blut. Wo habe ich nochmal Zeug, das ich wegwerfen kann? Hier. Irgendwie habe ich schon wieder nur Schwachsinn im Inventar. Nur Schwachsinn. So, komm. Das wäre die Blitzkillung, ja, das war die Blitzkillung, die fand ich. Wollen wir jetzt mit dem mitlaufen oder wollen wir den. Boah, jetzt habe ich. Jetzt habe ich nochmal eine Fähigkeit, die muss ich mal ausprobieren. Oh, die werden wir erfolgreich, das ist jetzt hier gut. Okay. Ja, dann lass mal wieder hinterrennen. Wo wir gerade helfen. Den hier, okay. So, fertig, alles klar, auf geht's. Das Fell verleiht mir Klarheit. Hat der noch irgendwas hier? War er noch da? Ja, das ist jetzt ein neues Event, aber ich habe keine Lust zu. Neues Event? Ja, jetzt sollen wir den helfen, Yeti Jena, zu den Yeti zu finden. Nee, der kommt irgendwie hinter uns hergerannt. Kann er ja machen. Na dann, machen wir das. Hört sich doch verdammt gut an. Da hinten wäre auch dann das Ding. Ja, da hinten ist so ein Wegpunkt, ich dachte, wir laufen da hin. Okay. Auf alles gefasst sein, kommen Sie. Will ich mal meine 5 ausprobieren. Jetzt fake uns hier oder was? Abgefahren. Kreisfähigkeit. Bin ich wieder mit meinem Blitz, da kann man wenigstens auch schneller laufen. Aber so AOE-Skill und finde ich sowieso eigentlich immer am coolsten. Ich habe schon wieder einen Huf, den ich nicht aufheben kann. Was will ich mit dem Huf? Ein Veteran! Auf ja. Die Nase. Komm. Hier kriegst du das Ding hier. Und jetzt. Sieht gar nicht so aus hier. Na echt, ey. So ein Noob. Da ist ein XP gegeben. Ah. Boah, ich habe noch mal Fokus mit ganz viel Qualität bekommen. Aber der bringt ja eigentlich nichts. Darf ich schon wieder gucken, was ich wegschmeißen kann, ey. Mann, langsam kostet mich das an, dass mein Inventar zu klein ist. Oh, ich hab was für dich. Echt? Mhm. So, aber ich muss jetzt hier mal ganz fix verkaufen gehen. Ja, ich bin auch gerade dabei. Wo ist denn der Schmarrn hier? Schwarzer vom Handelsgesellschaft. Oh Gott. Hau mir die Kupferdublone raus. Gelbe Items braucht keine Sau. Brauchst du einen Fokus? Ich hab auch gerade einen Fokus bekommen, aber ich lauf gerade mit dem Stab rum. Na gut, dann brauchst du ihn ja nicht. So, ich habe es ja weiterhin. Ein Item sorglos Paket praktisch. Gott. Das ist immer so behindert, dass man ist hier echt mehr mit Verkaufen beschäftigt als mit Einsammeln. Ah, wenn du so ein kleines Inventar hast, dann hast du da recht.
Man könnte eigentlich mal so ein paar Taschen kaufen gehen, gell? Eigentlich schon, ja. Wieso kann ich eigentlich keine Fackel tragen? Das verstehe ich nicht. Also weiß ich auch nicht so ganz, also... Manche Sachen habe ich auch nicht so ganz geblickt, aber... Naja. So ist das halt. Hm. Jetzt hätte ich gedacht irgendwie, dass diese nicht identifizierte Farbe irgendwie mehr wert ist als 27 Silberlinge. Ja, das ist echt ein bisschen cool. Egal, wir nutzen sie selber. So. Aber die nicht identifizierte Farbe, die muss man doch nicht erstmal dingseln hier. Ah, hier. Nach wie vor gesehen. Meine Hände, die ich benutzen kann. Bin ich mit einem Fokus, ey? Da brauche ich immer so einen behinderten Dolch. Und Dolche sind scheiße. Gut. Ah, weg mit den winzigen Eisbeuteln. Braucht auch keine Sau. Weg, alles raus, Lagerschlussverkauf. Ich hab auch irgendwie noch diese komischen Bernsteinkiesel-Dinger. Das ist auch so eine Sache. Was mach ich mit denen? Dieses konnten die noch plus 3 Zustandsschaden. Hm. Könnte ich eigentlich mal ausrüsten. Und den Schmarrn hier kann ich gar nicht verkaufen, interessant. So nur einen Kupfer weg, kann ich auch wegschmeißen. Zwei Kupfer kann ich auch wegschmeißen. Den gebundenen Dolch für 7 Kupfer kann ich auch wegschmeißen. So. Dann verwenden wir mal die Farbe. Pastell-Pink-Farbe. Mal verwenden. So. Ellery-Stangen. Für was ist denn der Schmarrn schon wieder gut? Account-Bindung. Hört sich auch für mich so maximal nutzlos an. Ja, manche Sachen ist halt wirklich ein bisschen gut, also manchmal drin ist aber gut. So, jetzt will ich aber erstmal mein Zeugs hier aufrüsten. Wie ging es noch? Mit H war für Held ging es, ne? Ja, H war Held. Und dann ziehen wir mal das Ding hier rein. Oder wie? Oh, kann ich brauche bald mal wieder neue Äxte oder so ein Kram. Ach, nein, ich will den Schmarrn nicht sagen. Ich würde gerne einfach bloß das Ding in irgendeinen Teil reinpacken. Stimmt, man kann hier noch Sachen lagern. Das hab ich auch vergessen. Kann ich jetzt hier irgendwie... Ja, okay. Ich will eigentlich den Aufwertungsgegenstand hier irgendwie benutzen. Ich glaube, dann brauchst du wieder irgendwas für, um das zu benutzen. Brauchst du da nicht. Da brauchst du dieses grobes Aufwertungskit, oder nicht? Ich habe ein Wiederverwertungskit, aber das ist ja, ja was anderes. Ich meine noch. Ich dachte, man konnte da irgendwie den Schmarrn einfach bloß reinziehen und das war's dann. Oder ging es so anders? Weiß ich nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Oh. Irgendwo habe ich hier schon so ein Ding reingebaut. Genau, in meiner Haupthand. Da habe ich schon so einen komischen Türkiskiesel drin. Aber irgendwie dieser Zustandsschadensding will ja nicht rein. Oder muss ich den erst. Kann ja nicht mal auftrennen oder so. Ah, doch, hier mit Alt. Mal schauen, ob ich hier mit Alt auch darauf ziehen kann einfach. Oder Alt klicken, Alt rechts klicken, Shift rechts klicken, Steuerung rechts klicken, funktioniert alles nicht. Kann ich den auch nicht irgendwie hier wo einbauen mit rechts klicken? Gibt's doch nicht. Irgendwie muss man den Schmarrn noch irgendwie aufwerten können. Ach, da links sind diese Items ja auch nochmal drin. Oh Gott. Okay. Versuchen wir das mal. Welche Richtung wir das jetzt ziehen müssen. Und ob wir dabei noch irgendwas drücken müssen. Komm. Doppelklick. Ah, alles klar. Jetzt hat er's. Doppelklick auf diesen komischen Kiesel machen und dann reinziehen auf das Ding. Gibt irgendwie Sinn. So weit entfernt zumindest. Sonst habe ich eh nichts, was ich aufwerten kann. Ich kann höchstens.
Spezialität noch einen Instinct reinpacken. Ja, machen wir das mal so. So habe ich mehr Schaden, hoffe ich. Mehr Schaden ist immer gut, oder? Glaub schon. Ja, mehr Schaden ist immer gut. So, jetzt kann ich ganz oft Bernsteinkiesel posten, so. Macht das uns keinen Spaß. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben über uns noch irgendwas nicht erkundet. Das sein oder sieht es nur so aus? Das ist ja hinter uns, also da wo wir herkommen sind, also hier. Jetzt hier, wo wir hinlaufen, das auch Schaden. Das sollte jetzt eigentlich fast alles erkundet sein. Da drüben ist noch eine Brücke, das haben wir da schon erkundet. Ja, das ist zwar, wo wir vorher angefangen haben, ja, oder? Das haben wir schon. Also vorletzte Folge. Ja. Haben wir da mal aufgehört. Ist hier sonst noch irgendwas hier oben? Ich glaube nicht, gell? Nee, da ist leider nichts mehr. Also jetzt müssen wir eigentlich... Man hätte auch hier rübergehen können. Okay. Also wir müssen jetzt eigentlich zum Tiger Hain zurück, zum Wegpunkt am besten, und dann die Sehenswürdigkeit mitnehmen und dann einfach den Dings dann auf den Aussichtspunkt. Und dann die Quest machen noch schnell. Würde ich sagen. Ja. Machen wir so. Dann können wir uns eigentlich gleich hier mal zur Wegmarke Doppelsporn Freistaat teleportieren, oder? Ja, also ich teleportiere mich jetzt gerade hin. Dann mach ich damit. Teleportationsdings, Dingsen, Dingsen. Okay, du hast einfach mal ein anderes genommen, jetzt sehe ich aber egal, passt schon. Ja, wieso? Wen hast du denn genommen? Ich habe jetzt das da drunter genommen, aber ist schon. Ich nehme, wir sind ja sowieso gleich wieder fest hier. Achso, dir fehlt noch der eine. Ja, mir fehlt nur die Sehenswürdigkeit hier noch. Gut. Die nicht mitgenommen. Ich dachte, die hast du auch schon mitgenommen. Da waren wir doch gerade unten. So, jetzt habe ich es. Wirklich. Solltet ihr besser bereit sein. Okay, hier geht's nach oben. Ich hoffe es zumindest. Im Grat entlang. Ah, ich kann schon. Ich kann logisch schon erkennen, wo es lang geht. Da, wo du bist, das sieht gar nicht so schlecht aus. Kopf's zumindest. Das ist aber eine ziemlich schmale Angelegenheit und ich sehe auch gerade nicht, wie es dahinter weitergeht. Ne, das ist hier falsch auf jeden Fall, wo ich bin. Na, dann müssen wir vielleicht hier irgendwie diese Mauern hier hochkommen, weil auf der anderen Seite kommst du auf jeden Fall hoch. Die Mauern hoch? Ja, hier vorne bringt? Ist doch gleich eine Treppe. Lauf mal mit da mal hoch. Treppe? Also wirklich, mit einer Treppe zum Aussichtspunkt jetzt. Irgendwo ist mal Schluss hier. Ich kann mir hier noch Eile buffen, fällt mir ein. So, jetzt bin ich super, mega, mega schnell. Hier die Treppe, meinst du, die da links hochgeht? Ja, genau. Okay. Ah, ja, das gibt irgendwie Sinn, dass das hier von funktioniert. Ich lauf die einfach mal doof hinterher. Aber das hier... Ah, da links unten ist so ein komischer Champion, verdorbener Wolfsmeister. Ja, wenn wir uns beeilen, dann kommen wir noch rechtzeitig hin. Ich versuche hier schnell hochzulaufen. So, angucken. Sehen wir nur noch mal dieses komische Gestalten-Bordteil. Fällt's mir erst auf, die haben ja teilweise dasselbe Ding dreimal hinkopiert, oder bin ich gerade doof? Wieso, die meinst du jetzt diese Burg hier oder was? Ja. Naja, gut. Im Grom, ja. Oh, der ist fast tot. Jetzt müssen wir uns beeilen. Was? Das schaffen wir schon. Auf geht's. Wo ist er da? Schau. Oh, alles drauf. Komm, bam, bam. Komm, das blenden wir ihn auch noch. Und ich glaube, mit der 5 kann ich auch noch irgendwas Tolles machen. Er wurde gerade stärker, er hält auf einmal mehr aus. Oh, Ding ist ja so. Wahnsinn. Unglaublich. Muss ich doch vielleicht nochmal wieder irgendwas raussuchen. Ja, sauber. Ist, hä? Toxischer Sporn. Was haben wir da bekommen? Ja, keine Ahnung, toxischer Sporn. Oder auf jeden Fall Karma kommt irgendwo. Wow, und eine fette Hose. Eine vergoldete Schatulle. Ich hab einen Bogen bekommen. Oh, der Scheiß. Meine Hose ist voll cool, die hat 4 Kraft. 20 Rüstung. Die hau ich mir rein. Mach das mal, ich hab leider gar nichts bekommen. Das ist ein bisschen doof. Na, egal. Ich hab noch mal eine Hose bekommen.
aber mit einer schwere Hose. Vielleicht kann sie dir mal posten. Kann man hier gucken? Nee, die schwere kann ich nicht nehmen. Posten. Ich kann nur mittlere nehmen. Kannst du nicht nehmen hier? Mächtiger abgenutzter Schuppenbeinschutz des Schwarms. Nee, die kann ich nicht nehmen. Die kannst du verkaufen. Okay. Also packe ich erstmal in meine Hose hier noch das andere Ding hier rein. Wie es ist, weiß ich inzwischen, wie es funktioniert. Kriegst du auch nicht wenig für. Du meinst, wenn ich das hier im Schwarzlöwenmarkt da verkaufe? Ja. Oh, kannst du recht haben. Mal ausprobieren. Gleich mal wieder Inventar leer räumen. Den verdorbenen. Dieser verdorbene Span ist sogar wertvoller als die Hose. Okay. Die kriegt nur 2 Silber. Für den anderen nur 1 Silber. Könntest aber theoretisch für den Krieger aufheben. Das kannst du natürlich machen. Du hast jetzt. Nein, jetzt habe ich schon verkauft. Na gut. Egal. Du hast das Geld ja, sage ich jetzt mal. Ne? Ist ja alles Account gebunden. Doch, das Geld ist Account gebunden. Also wirklich. So, jetzt machen wir das Quest da drüben noch. Komm, ich kann uns wieder Eile buffen, damit wir schneller laufen. Oh ja. Hab ich das gekriegt. Ja, jetzt. Und das hier ist der Gruppenzauber. Jetzt müssen wir mal gucken, was das hier für ein Kram ist. Was überhaupt von uns will. Also, findet wertvolle Objekte und gebt sie im Tausch für Juton Runensteine an Juton weiter. Ich denke mal, ist das so ein Kram hier? Handeln. Keine Ahnung. Nee, greif dir mal diese komischen Adler an. Was ist denn das hier? Handeln. Ich krieg auf jeden Fall gerade wieder gut auf den Sack. Ich hab's mir wieder übertrieben. Tut mir leid. Ich töte es aber noch. Ich töte es. Ja, sehr schön, komm. Oh. Und, ach, ich hatte doch noch diesen Rückzug-Button. Boah, ich hab sie beide getötet. Manchmal bin ich total begeistert von meinem nicht vorhandenen Skill, aber. Was für wertvolle Objekte? Keine Ahnung, ich schaue ja gerade, ob hier irgendwo was rumliegt. Also, die Sachen von denen da können wir auf jeden Fall nicht nehmen. So viel habe ich schon mal rausgefunden. Und irgendwelche Bäumchen können wir hier auch nicht angreifen. Wir können höchstens diese weißen Moas hier halt abschlachten, hier zum Massen rumlaufen. Meinen die vielleicht sowas hier? Okay. Was denn? Ich hab hier gerade was. Ich geh mal weiße Moas töten, so just for fun. Ah, ich hab's herausgefunden. Echt? Ja, du hast doch diese komischen Kaninchenhügel, die kannst du nehmen. Das Kaninchenhügel müssen wir denen bringen, was mich. Ja, hier vorne ist zum Beispiel einer, wo ich jetzt gerade stehe. Ah, Tatsache, den kann man. Da kann man das Kaninchen hinbringen, ist ja toll. Und das füllt das Ding gleich so heftig auf, oder wie? Naja, heftig ist was anderes. Das bedeutet, gute Idee. So, aber ich kann es bei dem gar nicht. Ich würde es gerne abgeben hier. Ja, du musst nicht bei denen in den Häusern. Bei denen in den Häusern? Reichen? Auch gut. So. Hier ist so ein komischer Stab. Ja, die kannst du aber nicht finden, leider. Das wird so einfach. Ich möchte das kaufen. 4 Steine, sehr gutes Geschäft. Echt? Geht das? Krass. Was mach ich jetzt mit diesem tollen Stab? Oh, da machst du aber richtig was mit, du. Ich hab überhaupt nichts damit gemacht. Was mach ich jetzt mit diesem scheiß Stab? Was? Ach, den kannst du ja wegschmeißen. Die sind nur Steine da. Warte mal, kann ich die verkaufen vielleicht sogar wieder? Das wäre jetzt natürlich richtig geil. Kann ich den überhaupt fallen lassen? Ach, da. Nee, okay. Geht leider nicht. Damit irgendwie das Ding hier schlagen? Auch nicht. Ich habe hier ein paar Runensteine. Ja, bitte nehmt sie alle. Ja, oh, kein Problem. Also du musst also kaufen und verkaufen und kaufen. Und das ist ein Fortschritt. Hörst du es wieder? Ja. Bali ist wieder am Wein. Bali ist am Wein. Ja.
Aber achso, man kann den hier nur noch Sachen verkaufen. Ja, du kannst den Sachen verkaufen und dann wieder, abkaufen welche. Dann kriegst du da diesen komischen Fortschritt raus. Guck mal, hier oben. Hier oben ist auch noch was. Hier oben ist was? Da oben ist so ein Stein, habe ich gerade mitgenommen. Oh, scheiße. Ach da, das ist lose Erz. Oh mein Gott, das war jetzt aber dämlich. Wo bist du denn hin? Ja, ich habe das Ding natürlich aus Versehen. Drück bloß nicht eins. Der schmeißt alles weg. Da liegt's doch hier. Hier liegt's. Wo? Da! Geil. Danke. Hast du es nur weggeworfen? Ja, Gott sei Dank. Kurz haben wir Steine und dann, wie kann man es hier bei dem Kerl abgeben? Jetzt kaufe ich jetzt mal wieder dick ein hier, ey. Anderen, was will ich haben? Die Bär, die Scheiße. Gott, das dauert ja Ewigkeiten, bis wir das fertig haben. Ja, ey, komm, ich will hier irgendwas schlagen oder so. Man kann nicht mehr von dem Zeug nehmen, gell? Nee, leider nicht. Also, du, wie gesagt, du kannst halt Sachen verkaufen und dann musst du halt Sachen kaufen, dann kriegst du auch noch einen Fortschritt durch. Aber ich kann die ja nicht wiederverkaufen. Nee, das geht leider nicht. Ich kann ja einfach alles querbeet einkaufen. Wieso kann ich das nicht kaufen? Handeln! Ich möchte das kaufen. Kannst du dir nicht leisten. Interessant. Ja, du brauchst aber eigentlich immer so, wenn du zwei Sachen weggebracht hast, dann kriegst du einen ganz guten Fortschritt. Dann kriegst du so ungefähr zwei Sachen noch wieder raus. Wo sind die anderen Kaninchen? Ich würde gerne das Ding hier auch an einen anderen Kerl verkaufen. Das. Ah, cool! Okay, was hast du jetzt herausgefunden? Du kaufst das Zeug und schaust, wer von den anderen das haben will. Ja. Und kannst es dann an die wieder verkaufen. Die geben dir dann sogar teilweise mehr dafür. Hammer. Okay. Jetzt habe ich aber nichts mehr. Jetzt habe ich jetzt gar nichts gekauft. Komm, ich will das Ding da hier hinten. Ich möchte das kaufen. Kann ich mir nicht leisten. Ich dachte, ich hätte hier irgendwas. Okay, mal schauen. Hat gut funktioniert. Cool, wa? Ja. Wo hast du den Sack verkauft? Kann ich hier. Ich kann Kaninchen sehen. Komm mal, geil. Zwei Sachen. Scheißegal, jetzt habe ich ein Kaninchen. Wow. Ein Kaninchen. Ich habe ein Kaninchen. So. Freundliches Kaninchen, wie geil ist das denn? Ich hab ein Pet. Juhu, juhu. Hier, irgendein Schwert, mal schauen, ob hier an der Seite ist doch dieses Kaninchen hier, ne? Dieser Kaninchenstall. Den musst du mal mitnehmen und dann kannst du das zähmen. Dann, also ich kann das zumindest zähmen. Ich denke mal, das kannst du bestimmt auch, weil es einfach ein Pet ist. Wo ist das Pet hin? Da vorne. Kommt das nicht mit? Hier gibt es aber noch mehr von diesen Dingern, kann das sein? Ja, Helden. Haben die denn noch hier, was man hier verkaufen kann? Hier hinten so eine Flasche. Gott, wieder rausfinden, dann will man das doch behindert, die ganzen Dinger dauernd durchklicken zu müssen. Gott. Okay. Die Handelsmeister Jotuns, komm, du musst der Letzte sein, dem man das Ding verkaufen kann. Auch gut. So. Lass da kaufen. Noch ein ganzes Fass, wenn das nicht geil ist. Dem haben wir es gekauft. Hä? Okay. Also, das mache ich mal wieder eine ganz behinderte Quest. Das muss man denen lassen. Die dauert doch überhaupt nicht lang, ne? Nee, überhaupt nicht. Also, ich habe jetzt, glaube ich, höchstens ein Drittel oder sowas. Bei der Hälfte bin ich immerhin schon, aber. Aber du kannst wenigstens alte Sachen wieder aufnehmen, das ist ja ganz schön. Ja. Sonst will ich auch mal dieses Kaninchenbau-Ding. Ach, das hast du noch, ja. Was hab ich noch? Irgendwie kommt dieses. Ich glaube, man könnte eventuell. Hier. Wow. Nochmal die Steinchen an den Gegner verkaufen.
da war ich hier nochmal ganz heftig aus der Patsche. Ich möchte das verkaufen, einfach schon, was auch immer ich gerade gekauft habe. Ah, wieder verkauft, sehr schön. Was hier will keiner haben, oder? Ist sie verarschen? Wo wir extra diese scheiß Steine gekauft? Hier! Wenn du mit denen lang genug gehandelt hast, dann kannst du die alle an denen abgeben. Dafür kriegst du richtig viel Fortschritt. Weil man da teilweise echt viel rausholt. Jetzt brauche ich aber erstmal wieder was, mit dem ich den Handel hier einleiten kann. Hey, wie wird nochmal? Du machst ja immer so Gewinn bei deinen Dingern hier. Ja. Und das, was du an Gewinn bekommst, kannst du dem komischen Heini da, der die Quest hat, geben. Ach so. Also diese Steine sozusagen. Genau. Ah, okay. So. Komm, ich will euch eure eigene Schaufel wieder verkaufen. Ich will jetzt nur noch ein ganz kleines Ding. Vorwiegend im Gasthaus. Oder so. Ja, das gibt ordentlich, da hast du recht. Alter, verdammt, ist man bei England mal richtig hochgegangen hier. Ja. Ah, jetzt kann ich auch mir dieses Bunny hier kaufen. Du meinst, irgendwie, das kann man hier zähmen? Irgendwie funktioniert das Bunny nicht so ganz richtig bei mir. Also S1-Einsatzpedal. Ich glaub, das ist der andere Kerl direkt daneben, das schmalen Ding. Na gut. Hier noch irgendwas hier aufheben und verkaufen kann? Freundliches Kaninchen? Nee. Ich habe nochmal loses Herz gefunden. Ah, jetzt habe ich die Quest immerhin schon mal abgeschlossen und gebe ich hier noch die restlichen Dinge an den ab. Ich lerne jeden Tag was Neues. Ich kann hier noch Zeugs kaufen. Antiker Jotun-Runenstein, das ist ein Accessoire. Das wäre natürlich auch eine Sache mal. mal so ein Ding zu holen. Da habe ich nicht noch überhaupt gar keins, glaube ich. Oder habe ich da schon eins? Nee, ein Accessoire habe ich ja nicht. Das gehört doch irgendwo hier rein. No. Kann man ja sogar zwei tragen. Ist ja cool. Ist immer natürlich eine Überlegung wert, so ein Ding mitzunehmen einfach. Kostet doch nur 119 Dinger. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ach. So. Ausrüsten. Ich hier noch ein. Was kriegt denn Eier, ey? Ein Nornen-Vorratsbehälter. Oh, super geil. Na gut. Was braucht man denn hier denn noch überhaupt hier in dem Gebiet? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich muss jetzt aber diese Quest jetzt auch schnell fertig machen. Ja, das dauert noch ein bisschen mehr. Als nächstes wird es sowieso wahrscheinlich nach rechts oben gehen. Da wäre noch dieser Aussichts. Der Speer. Den sollten wir vielleicht mal angucken gehen. Ja, das wäre vielleicht ganz schlau. Aber nur vielleicht. So, ich kann man die irgendwie als Marke setzen hier auf dem Ding? Ne, da kann man keine Wegmarken setzen. So. Na egal, ist ja nicht so schwer dahin zu finden. Ja, da immer noch mit der Quest beschäftigt. So. Hölles Höllen. Ich lerne jeden Tag was Neues. Ja, einmal noch und dann bin ich glaube ich durch. Okay. Mal gut, mal lesen, was der ganze Schmarrn überhaupt macht. Handfähigkeiten. Schnell. Stimmt auf euch her, da gewährt überlegenen Schaden über Zeit und defensive Fähigkeiten. Oh ja. Na komm, das ist das letzte sein. Eigentlich total detailliert in den ganzen Häusern. Das kommt schon erst, wenn man so von oben drauf sieht, sehen die richtig cool aus. Da hab ich Level 10 erreicht. Juhu, juhu. Da hast du schon Level 10. Ich kann da nicht über ein Level hinter dir. Ach, stimmt, doch diese komische Hauptquest, gell? Ja.
Ja, das muss ich auch langsam mal machen. Dann hole ich sicher mal ein bisschen was auf hier. Wo ist sie denn eigentlich bei dir? Also bei mir können wir jetzt theoretisch schon fast die dritte machen. Die ist am Startgebiet, habe ich vorhin gesehen. So stimmt. Du hast mir hier so Handschuhe mit Kraft geschickt. Och, verdammt. Die habe ich doch schon von einer halben Ewigkeit geschickt, aber passt. Wow, was ist denn das? Wo denn was denn? Und was war da hinter uns? Ach, na gut, ist schon tot. Wie viel Platz dein Viech ist einfach viel zu stark hier, ja? Nee, ich kann auch den Bären wieder rausholen oder mal rausholen, der ist ja noch stärker dann. Hier ist doch wieder dieses komische Event. Gefroren im Schlund. Im Schlund ist alles ruhig. Jetzt haben wir einen See entdeckt. Beim Raben. Aber hallo, ist das geil. Riesig. Unbedingt dieses ganze Quest, die komplett erkunden, ey. Da gab's doch auch immer was Besonderes, oder? Glaub schon. Ein Wegpunkt. Und da vorne ist eine Fertigkeit. Mitnehmen. Hier ist erstmal der komische Kerl hier. Oh ja. Speer. Ich will den Speer angucken, komm. Der labert gleich wieder so viel. Also warte ich lieber mal auf dich, so. Ich habe mein Bier nach Süden gebracht, weil Kevach meinte, er habe genug auf Lager. Wenn ihm die Kunden wegbleiben, muss es Ärger in der Mine geben. Könntet ihr mal nachsehen, wo die ganzen durstigen Minenarbeiter abgeblieben sind? Wenn ihr damit durch seid, könntet ihr mir noch sehr damit helfen. Ja. Das war ja sehr direkt. Sehr abruptes Ende. Ja. So, zerstört alle Anzeichen der Verderben des Drachens einschließlich seiner Anbeter, ja, und wer bitte ist das? Sicher so ein Sohn Svanias, da kann ich was mit dir wetten. Ich glaube kaum, dass er das ist. Deswegen treffe ich schon wieder super viel. Hast du jetzt eine Hirschkorn? Oh, das ist er tatsächlich. Ja, Gegner töten ist immer gut. Hä, sicher. Ich glaube kaum, dass das hier erzählen wird, aber. Ach komm! Manchmal komme ich nicht so richtig hart. Alter, wie hält denn das aus? Das Ding ist Level 12. Ja, das könnte es eventuell sein. Ich habe eine Fackel bekommen. Krass. Nehme ich hier mein Sturm wieder. Den fand ich letztens irgendwie cooler. Glyphe des Sturms. Hier die Hirschkuh nicht angreifen. Aber der nee. Eiswurm, das Eiswurmjunge, das könnte es eventuell wieder machen. Das könnte sogar was bringen, ja. Boah, was ist das denn? Hinter ja, uns. Da hinten. Der Veteran, ja sicher! Krass. Okay. Wir haben den anderen ja auch angegriffen hier. Ich schau mal, ob ich den Kleinen hier tot bekomme. Eine Hoffnung. Alter, geh lieber mit auf den Großen drauf, ey. Der Land schafft ich den, glaube ich, nicht. Die Kleine, der tötet mich aber. Ich bin da zwar immer noch heftig am Abhauen hier. Ich hab ihn fast tot. Ja, warte, ich hätte ihn. Jetzt, auf geht's. Du musst mich ja irgendwie hier hin, wenn du hier hin kannst. Ja, okay, warte, ich mache mal meine Heil. Hier, pass auf, Bronzer. Mach dann. Heilt es doch, oder nicht? Ja, oh mein Gott. Wunderbar, wunderbar. Aber ich check das mit dem Heilen noch nicht so ganz. Ja, ab. Und ich bin gleich tot. Achso, du liegst da tot am Boden. Ich liege da tot am Boden, ja. Dankeschön. Sag doch was, ich dachte, du stehst da einfach noch, weil du nichts gesagt hast. Ja, weißt du, ich hab mich jetzt einfach transformiert, ich bin jetzt so klein geworden. Denk dran hier, Alter, ich hab den mächtigen Kalle. Oh, ich hab was für dich bekommen. Juhu! Da kommt doch Freude auf. Für mich. Hier sind Gegner, die hauen mir auf den Sack. Ja, nimm das solltest du auf jeden Fall mal ausrüsten, weil das bringt bestimmt sau viel. So. Ich hab's fast. Bitteschön. Ich hab hier auch einen vitalen Dreizack bekommen, was kann der Dreizack? 13 Vitalität, ey, spinnst du denn total? Ja, du hast irgendwas. Ich möchte erwähnen, wir sind gerade aus dem Questgebiet raus, ne? Echt? Ja, man. Du musst ja an der Seite das Quest sehen. Jetzt, also hier bin ich wieder drin, ne? Oh mein. Wo ist es denn dann überhaupt? Ja, das weiß ich leider auch nicht so genau, was wir hier machen sollen. Da hinten ist vielleicht. Hört sich schon mal gut an. Du post mal kurz das, was du gefunden hast. Oder hast du es mir schon wieder geschickt? Ich hab dir schon geschickt. Ich schick dir das gleich. Du bist viel zu schnell. Wow, das Ding ist cool. Ich hab schon überall meine ganzen
Kiesel reingebaut. Jetzt habe ich da keine mehr. Oh, danke schon mal. Ja, ja, kein Problem. Hoffentlich kriege ich da einfach noch ein paar raus zum Aufrüsten. Komm. Mich glücklich. No, halt nicht. Scheiß Ding. Aber hier sind ja noch mehr von diesen Erzen, gell? Hä? Ich weiß immer nicht, was wir machen sollen, ne? Was für ein Drache? Was für ein Anbeter? Hä? Wie, wo, was? Keine Ahnung, vielleicht ist hier wieder irgend so ein unter dem Ding irgendwas, könnte es sein? Was greift mich denn hier an, bitte? Oder? Ich sterbe! Ach, das hier! Oh, jetzt weiß ich, glaube ich, was er meint. Krasser Scheiß. Ach, das ist also unter dem Ding drin, oder was? Ja. Dankeschön. Ah. Bam, stirb da endlich! Das ist doch meine normale Feuerskillung hier, ey. Ah, okay, so viel angenehmer Sachen zu töten, damit man hier. Fortschritt bekommt. Oh, hier sind Champions. Soll ich wieder was Tolles bekommen? Ein Granatkiesel. Boah, da gibt's sogar Kraft. Boah, voll geil. Da kann ich jetzt mal richtig reinhauen. Boah, ich hab hier einen heilenden Bogen mit 12 Heal drauf. Okay. Ja, schick mir den ruhig mal, wenn du willst. Ja, mach ich dann gleich mal. Ja, ja, man ruhig, man ruhig. Wenn ich dann nicht wieder raus hab. Aber das hat schon mal Fortschritt hier gebracht, okay. Da. Kann ich jetzt auch endlich mal dein Ding hier noch benutzen, dann kann ich dann den auch direkt aufwerten. Warte, dann schicke ich dir erstmal dieses Ding, was ich hier bekommen habe. Verkaufen eben. Das Ding an. Ich schicke Nachrichten und rein und... Hier doch noch irgendwas, was... gut tragen kannst. Nee, du hast mir diesen... Ach, die mächtige Hose, die ist erst ab Level 11. Ach so. Ja, okay, das habe ich jetzt eben nicht gesehen, aber die ist nur vielleicht. Das ist aber, weil ich sie gleich geschickt einfach. Ja, das haben wir bald erreicht, das Level 11, soll ich sagen. Das ist ja nicht so, so kompliziert hier im Spiel. Habe ich es jetzt abgeschickt, den Schmarrn? Nee. Bis jetzt noch nicht. Ja, ich merk's. Bin wieder intelligent. Hinter dir steht übrigens was, ne? Senden. Nein, so. Solltest du es hoffentlich haben. Die brauchen wir doch sowieso. Das ist doch gut, wenn die da spawnen. Aber hier muss doch irgendwie noch mehr von dem Zeug sein. Ja, da ist bestimmt auch noch. Ach, da hinten, da könnten sicher noch mehr so Eingänge sein. Wieder loses Erz. Dann nehmen wir den komischen Kiesel halt mal mit. Eisbrutwolf, das hört sich doch wieder gefährlich an. Die spawnen hier übrigens gerade wieder nach. Dann komm ich mal zurück zu dir. Ich weiß nicht, wie lange ich das halten kann hier. Ich hab hier noch einen Eisbrutwolf hinter mir. Ja, genau, ich kann hier einen Rückzug machen. Den, der ungefähr alles verbrennt. Aber wenn ich sowieso Feuerskillung drin habe, dann könnte ich ja doch wieder auf meiner Dings zurückwechseln. Mach einfach so der Sonnengeist hier, das ist immer nicht so ganz überrissen. Alter, ich habe noch 40 Leben. Junge, 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 das war knapp. Was? Niemals. Ah, du hast mir was geschickt. Ja, den tollen Heilbogen. Jetzt kannst du nicht damit eingehen. Okay, ja gut, der ist ein bisschen niedrig, aber das geht schon. Dankeschön trotzdem. Komm. What the fuck, ey? Der hat mich mit zwei Schlägen zerlegt, dieses komische Ding hier. Warte, ich komm schon. Ich hab mich hier in den Geist verwandelt. Ach, da kann man sich ein Stück weg bewegen, damit man wieder gerettet werden kann, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Okay. Oh, Kettenpanzer haben für uns 11 Geld. Interessant. Scheißfähigkeit. Na komm. Stirb. Eindeutig eine Scheißfähigkeit, so. Hier, gib mir lieber wieder das Ding. Verdorbenes Eis, was ist denn das? Außer Reichweite. Ach, das ist ganz sicher auch zu der Quest. Sie hat doch irgendwie gemeint, dass man so verdorbene Sachen. Ja, stimmt. Der Wert dieses Eisdrachen. Ja, das hat auch was gebracht. Komm. Immer voll auf die Neune. Bist du zum Nahkämpfer oder was?
Ich hab doch mein Dings hier ausgerüstet. Ach, dein Stab. Eine Axt. Oh, ja, schon tot. Natürlich ein bisschen doof gelaufen. Die Flammenachse. Wieso hab ich denn die Flammenachse? Ich dachte, ich hab jetzt einen Feuersturm wieder ausgewählt. Das ist doch viel cooler, der Feuersturm, weil ich da nicht rangehen muss. Na gut. An dem mal hier endspiel Schaden. 95 pro Hit. Was auch, dann kommt wieder ein Roll. Dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen mehr Schaden machen können. Nicht das Bein. Was ist das für eine Fähigkeit von dir? Das ist standhaftigkeitsmäßiges Ding, oder wie? Welches? Das haben wir so fast geschafft. Also ich hab's hier ist nochmal so ein verdorbenes Eis. Ja. Hat auch so. Fehlt ungefähr noch so ein Achtel ungefähr. Ah ne, das hat auch gereicht bei mir. Sehr schön. Ach, das gibt Fortschritt hier auch. Wo ist denn jetzt? Da ist sogar noch eine Sehenswürdigkeit und eine Fertigkeit drin. Lass ja, mal dann rein da. Wobei das hier schon echt hoch ist eigentlich. Es geht, ne? Also zu zweit geht das auch ganz gut. Ja. Beziehungsweise zu dritt. Aber alleine. Oder alleine wäre das ganz schön krass. Das ist echt heftig. Ich finde sowieso das Spiel alleine relativ schwierig. Vor allem mit Mario. Ich muss sagen, aber es so ist andere ja voll Spiele. Die Glaskanone eigentlich hier. Da sind so andere Spiele relativ einfach gegen. Habe ich wieder AOE-Schaden gemacht. Komm. Voll drauf hier. Na komm schon. Oh, da kommt der nächste. Wir enden viel von dem Zeugs hier rum. Hier ist auch noch mehr von diesem verdorbenen Eis. Komm in den krassen Musik hier. Ja, dann komm ich da rein. Sonst hier schon echt, dass ich da rein zu stellen. Schau, das hier das verdorbene Eis. Bringt das eigentlich noch was? Ja, EP sollte es auf jeden Fall bringen, oder? Du hast sie schon wieder. Muss mein Tier einfach für mich arbeiten, ne? Das kennst du ja so. Du lässt nicht arbeiten, dass das Ding down geht. Nee, das ist mein Pet. Aber das hat sowieso nichts gebracht. Also bei mir hat kein XP gebracht. Ja. Ach, die. Auf geht's. Elementar. Guck mal, was da hinten ist. Das ist ein Elementar. Das Ding wird abgehen. Jetzt hätten wir schon mal das Ding hier. Ah, das geht doch eigentlich. Das frisst doch ganz gut hier. So. Den Kerl hier vor uns, dann passt du schon. Mal schön drauf hier, komm. Natürlich haben wir noch selber noch ein bisschen heilen. Das sollte ich mir mal ein bisschen merken. Dass ich da nicht immer am total abkrüppeln bin. Scheiß schon wieder hat. Das ist wahrscheinlich wie so ein Zwiesprache-Ding, kann das sein? Irgendwie schon. Na gut, schauen wir mal. Wir hoffen es einfach mal. Nein, na gut, auf geht's. Ja sicher, ja sicher! Schauen wir jetzt voll hier runter. Ich hab gleich mal hier hingedrückt für uns, ne? Ja. Oh Gott. Oh, im Himmel. Willen hier, ey. Alter, mach sogar nichts gegen. Ich muss mal Tier wegsehen jetzt. Oh, ich bin tot, ey. Und ich bin eingefroren. Ich bin nicht lol. Alter Vater. Ich hoffe, mein Bär wieder, macht das wieder, jetzt, ey. Wieder. Ach, verdammt! Mein Bär macht das jetzt, Junge. Er macht das. Ja, ich hoff's mal. Ja, ich bin tot. Scheiße, ey. Ja, das ist echt heftig, dadurch, dass halt einfach so viele zusätzliche Gegner spawnen. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist echt hart. Okay, dann gehen wir mal zurück zu dieser... Wollen wir es direkt nochmal probieren oder wollen wir erstmal ein bisschen hochleveln? Ja, lass es uns ruhig nochmal probieren. Eigentlich müssen wir es jetzt hinkriegen. Aber wir müssen, ja, glaube ich... Wir müssen vielleicht Rüstung reparieren, weil sonst macht das, glaube ich, kaum Sinn, ne? Sieht man das irgendwo, dass das irgendwie kaputt ist? Unten neben der... Neben dem roten Ding, also neben der Lebensanzeige. Ist so ein Schild jetzt. Ah. Bei mir zumindest. Ja, zumindest ein bisschen. Aber das ist, glaube ich. Mit jedem angeschlagenen Malus beginnt ihr nach einer Niederlage mit weniger Lebenspunkten. Oh, hier ist gar keiner, der das könnte. Nicht? Doch, da ganz unten. Bei dem
Schneeherrentor. Also da, wo wir angefangen haben. Gott, da wo wir jetzt... Da oben wäre nochmal ein Fertigkeitsding da. Ja, aber wo bist du hingelaufen? Ach. Dort unten ist und was? Da ist so ein... Ist ein Reparaturfuzzi? Wo ist er mal? Da. Jetzt spawnen hier auf einmal um uns die Events wie nix. Ja, komm, lass doch einfach mal machen hier. Ja. Ja, warum nicht? Was müssen wir da machen? Schützt die Vorräte vor dem langen... Ja, das, boah, das hört sich gut an. Würmer hier finden, halt. Nee, das... Einfach hier wieder alles töten, was hier rum... Ja, da hinten ist auch noch eins. Das tötet mich auch schon gerade wieder. So. Immer schön die 1 drücken, dann geht es schon. Hast anderes du eigentlich... Muss ich, also, so eine ungefähre Zeit, wie lange wir schon aufnehmen? Ja, wir sind, glaube ich, schon gut dabei. Okay. Ich müsste jetzt mal kurz raustappen, dann könnt ihr sicher nachgucken. Mit dem Kampf ist das immer gut. Ja, nach dem Kampf gucke ich einfach gleich mal. Ja, es ist ein Problem, hier kommen Wellen auf uns zu. Ja. Aber wahrscheinlich. Das ist nicht so schlimm hier. Den ist nochmal einer, den hol ich auch schon mal an. Das wird dann auch direkt mit Erfahrung. Was ist hier los, ey? Oh ja, ich bin schon wieder fast am Eimer. 21 live. So, regeneriere dich. Mal. Genau, dann gucke ich da mal kurz nach. Haben wir einen Schmarrn? Oh, hier ist einer. Oh, du willst jetzt wirklich wissen, wie lange wir schon dabei sind? Ja, das wäre mal ganz vorteilhaft. Fast eine Stunde. Machen wir das Event hier noch fertig und dann machen wir das noch Feierabend, oder? Ja, hört sich sehr, sehr gut an. Gut. Also, ich bin so lange dabei. Warum? Ich bin gleich tot. Keine Ahnung, was. Der Elf, der geht aber gut ab hier. Ich gehe echt ziemlich gut ab. Was für eine fette Fähigkeit, das ist auch wie so eine AOE-Ding. Aber wir haben das Event ist fertig? Nee. Ich hab hier irgendwie so einen Elite-Gegner im Visier gehabt. Wo? Ja. Ach, da hinten, Veteran-Eiswurm. Was? Wo? Ja, da rechts hinten. Und du schaust gerade in die Richtung. Da lang. Das fetter Veteran-Eiswurm. Ich glaube, den haben wir vorher getötet. Das ist der. Alter, die sind ja völlig kaputt wieder. Die müssen schon ganz genau in die Spawn. Ja, das ist. Ja, okay, sie kommen halt auch irgendwann aus den zwei Richtungen. Oh, jetzt sind wir durch. Sehr, sehr schön. Monatliche erfolgreiche, was? Komm, stirb, du Scheißding. Ich will deine EP. Na gut. Komm, stirb. So, wo ist denn jetzt dieser Eisboden? Ne? Gucken wir uns noch. Boah, nochmal mächtiger Fokus mit Kraft und so Schmarrn. Ist der größte Schatz. Nee, ich will euch nicht nochmal beschützen, das hört sich irgendwie doof an. Empfangen mit Vergütung. Ach, hier gibt's ja richtig viel Scheiß. Ach du Kacke. Ich kann mir das für Karma Dick kaufen, aber ich glaube, das lasse ich sein, weil es bringt mir nur im Moment gar nicht so wirklich was. Ich muss los. Nicht? Ja, also es würde mir schon was bringen, aber meine Rüstung ist so unterpowered schon. Die ist ja für... Ups. Für ein relativ niedriges Level ausgelegt. Da würde mir, glaube ich, nicht mehr großer Wert bringen. Ja. Aber ich hab schon wieder was für dich, aber das kannst du nicht benutzen. Na dann, schauen wir aber trotzdem erstmal, dass wir eine Pause machen, oder? Ja, oder, ja, machen wir so. Eine Stunde ist schon echt heftig. Mal schauen, wie viele das überhaupt hierher durchgehalten haben. Ihr könnt ja mal einen Kommentar ablassen. Wir haben es. Survived one hour. Geht was zwei Achievements. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus.